Versucht es später noch einmal. Ihr habt mich also gefunden. Üben wir eine mächtige neue Kombo mit meinem persönlichen Favoriten, Bodenkampf. Heute habe ich einen interessanten Gegner für euch. Anders als die anderen Banditen ist er eigens gekommen, um sich verprügeln zu lassen. Da ist er. Was für ein Mauerbrecher. Aber bevor ihr den Bodenkampf nutzen könnt, müsst ihr ihn niederringen. Oh, nun gut. Im himmlischen Heiligtum sind wir anders vorgegangen, aber ihr habt die Kombo immerhin gelernt. Das war's fürs Erste.
seid gegrüßt. Wenn ihr eine Kohlebestellung aufgeben möchtet, dann sprecht mit dem Vorarbeiter. Dieses Abzeichen. Woher habt ihr es? Das Abzeichen gehörte meinem Bruder Basso. Er zog vor ein paar Wochen mit anderen los, um im Traumwäldchen Holz zu schlagen. Sie kam nie zurück. Ich befürchtete das Schlimmste. Basso ging nie länger als 3 Tage fort, ohne Bescheid zu sagen. Und ihr sagt, dass sich alle in diese Dinger verwandelt haben? Wie furchtbar. Aber ihr brachtet meinem Bruder und den anderen Frieden. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt, was ihr braucht. Ich tue alles für euch. Jin So-yun? Nie gehört von dir. Moment! Sie läuft ganz in Schwarz rum? Eine richtig heiße Braut? Mit schrägen Zirkustypen im Schlepp? Einige der Jungs sehen sie seit Wochen im Wald rumschleichen. Ist sie etwa der Grund für das Auftauchen dieser Monster im Traumwäldchen? Norden. Immer wenn sie mit ihrem seltsamen Tun fertig sind, packen sie zusammen und fliegen nordwärts. Kostenloser Rat. Bleibt fern von der Frau in Schwarz. Oh, da seid ihr ja. Was habt ihr vom Kohlebund über Jin So-yun erfahren können? Müsste ich raten, würde ich sagen, dass sich Jin So-yun in der Wüste der Ascheweiten befindet. Wir gehen nicht. Die Wüste der Ascheweiten ist viel zu groß. Ich habe dort mehrere Spione. Sie werden nach Jin So-yun, der Dame in Schwarz, Ausschau halten. Unterdessen solltet ihr hier in Düsterschlacke bleiben. Jin So-yun kam häufig hierher, oder? Es könnte sein, dass sie zurückkommt. Verliert nicht die Hoffnung. Es kann lange dauern, eine neue Spur von Jin So-yun zu finden. Sehr gut. Ich nutze meine Kontakte in den Ascheweiten. Viel Glück. Ich komme bald zurück. Freut euch, heute ist euer Glückstag. Wir können uns bei unseren Problemen gegenseitig helfen. Ihr kennt die örtlichen Kohlebosse, aber ich kenne eine viel nähere Quelle als die Ascheweiten, die euch bei der Suche nach Jin So-yun helfen kann. Erinnert ihr euch an meine Bomben, die ich am südlichen Anker gemacht hatte? Die Riesenexplosion? Das war toll, oder? Falsch. Sie waren zu schwach. Richtig schlecht. Albern sogar. Der Rums hätte uns umhauen müssen. Hat er aber nicht. Und warum nicht? Weil kein Feuergraspulver darin war. Aber es gibt leider nur eine Gruppe von Leuten, die Feuergras veredeln können. Der Kohlebund. Und die mögen mich nicht besonders. Aber euch sollen sie ja lieben. Besorgt ihr etwas Feuergraspulver und ich setze euch mit meinem Kumpel Pundihai in Jadestein in Verbindung. Wenn Jin So-yun dort war, dann weiß er davon. Flammengras könnt ihr in ganz Düsterschlacke finden. Pflückt etwas und bittet den Kohlebund, es für euch zu veredeln. Einfacher geht's nicht. Auch wenn sie es ablehnen, könnt ihr immer noch zu Pundihai. Er ist ein netter Kerl. Ihr habt nichts zu verlieren. Bitte, es ist schon so lange her, dass ich etwas hochjagen durfte. Keine Bomben mehr? Pah!